Ja? Und diese Bewegung dürft ihr dann erstmal mit uns zusammen beginnen. Und irgendwann zähle ich dann die ersten 8 runter. Und die ersten 8 sind noch die volle Bewegung. Also ihr geht in die Inner Range of Motion und versucht wirklich so groß wie möglich die ganze Bewegung zu machen. Der Übergang zu der Statik wird dann sein, dass ihr 8 kurze hier hinten haltet und kleine Bewegungen macht. Und dann zum Schluss einmal ganz hinten halten, Augen schließen und dann sollt ihr einmal kurz ganz vor euch selbst sein. Ja, weil ihr sollt während dem Workout oder ihr müsst während dem Workout unheimlich auch auf euren Partner achten, mit dem ein bisschen harmonisch werden und diese letzten 8 kleine Takte sollen aber dann für euch alleine nochmal sein. Konzentriert euch dann auf euch, spürt ein bisschen in den Körper rein und versucht diesen Start zu halten. Das ist unheimlich anstrengend. Okay? Gut. Macht ihr ja schon alle, weil wir werden jetzt das Warm-up erst mit euch machen, dass ihr schön warm werdet. Hier hinter uns noch ganz kurz, komm ihr eh noch mal rein, genau. Die Steffi und Marcel sind heute unsere helfenden Partner, sag ich mal. Wenn Daniel und ich ein bisschen zu euch stürzen, euch ein bisschen helfen oder korrigieren, ihr dürft immer auf die Beine schauen. Die werden immer weitermachen und werden die Übungen wunderbar in Perfektion ausführen. Also die dürft ihr immer anschauen und dürft euch an ihnen orientieren. Gut, jetzt wollen wir noch kurz, bis alle ihre Masken hingelegt haben, dass wir später nach dem Warm-up sofort loslegen können, dass es ein fliegender Übergang wird. Ihr müsst ja später zu zweit sein. Wenn ihr schon zu zweit gekommen seid, super, dann schaut euch an und platziert euch so, dass ihr euren Partner so gegenüber habt mit eurer Matte. Ansonsten, wenn ihr das noch nicht haben solltet, schaut euch einfach mal rechts und links rum. Ihr müsst auch nicht gleich dort sein. Absolut nicht. Ich muss immer mit meinem wunderbaren Kollegen Daniel trainieren und er ist ein bisschen breiter als ich, aber ich halte durch. Ja, also ihr müsst nicht gleich sein, ihr müsst auch nicht gleich groß sein. Das passt wunderbar. Gut, wenn ihr Partner soweit gefunden habt, dürft ihr auch schon. Jeder darf sich dann. Okay, ihr bekommt den Schuh, ihr bekommt den Schuh einfach schon mal hingelegt, damit wir später gleich weitermachen können. Okay, dann starten wir mit unserem Warm-up. Ihr gebt mir Signale, ob ihr mich gut hört. Okay, wenn nicht, kann ich noch ein bisschen was an den Regler machen. Ansonsten wünsche ich euch, dass ihr natürlich Spaß in sollte haben und schaut später auf euren Partner. Das ist ganz wichtig, damit es wirklich effektiv wird. Schaut, wie der andere zieht und werdet mit dem harmonisch. Okay, gut, dann ganz viel Spaß. Ich mache die Musik an. Genau, so. Okay. Bisschen Musik drin, oder? Okay. Philipp, erstmal eure Feste stabil, bitte. Passt es? Nicht zu laut? Geht gut? Okay. Wir starten. Wir atmen erstmal gemeinsam. Alle gleichzeitig über die Seite ein. Starten hier. Ein. Und aus. Tief einatmen. Zwei und mehr. Ein letztes Mal, dann die Arme im Wechsel gestreckt, über die Seite hoch, einmal nach hinten kreisen, schaffen. Kreisen, nochmal. Hoch, nach hinten, kreisen, genau. Strecken, kreisen. Wir nehmen jetzt den Kopf dazu, einmal nach rechts zur Seite, schauen. Und jetzt in den Schulter kreisen, nach links. Kopf hoch, und wir kreisen. Nochmal. Letzte Runde. Dann die Arme in U halten. Wir schließen und öffnen. Schließen, öffnen, einmal nach oben. Schließen, öffnen, streckt euch hoch. Genau. Schließen, öffnen. Sehr schön. Wir nehmen dann die Kniebeuge mit dazu. Kommt hier. Tief, hoch. Strecken, jawohl. Tief, hoch. Sehr schön. Ja, machen wir noch 4 Stück, dann gehen wir.
Bewegung auf den hinteren Beinen.
hier auf. Ja. Öffne. Einmal langsam noch. Dann das Ganze im Tempo. Komm hier im Tempo. Dreh und rück. Dreh und rück. Und feste Mitte. Ja, bleib hier schön stabil. Noch 4, 3. Okay, wir kommen ins Brett. Steigt nach hinten, stabilisiert euch hier und in Kopf. Genau, wir walken auch hier. Schön walken, Schultern weg von den Ohren, ja? Nicht so viel Spannung hier, Kopf ist entspannt. Noch 8 mehr. 8, 7, 6, 5, die letzte. 4, 3. 2 und wir steigen nach vorne zu unseren Händen. Wieder hüftfrei. Hier kommen wieder schön tief und hoch. Die Hände an die Füße. Wir kommen. Hoch. Ab. Ja. Genau. Okay, jetzt haben wir noch 8 Stück. Und dann sind wir langsam warm. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Wunderschön. Kommt hoch. Wir drehen uns wieder nach vorne ab. Nochmal die Wirbelsäule mobilisieren. Nehmen die Hände auf die Oberschenkel. Wir kommen hier. Und tief. Werden rund. Und tief. Nochmal. Und tief. Ja. Okay, noch 2 Stück. Und bei den letzten rollen wir uns dann ganz nach oben auf. Jetzt hier, Schulter nach hinten gleiten, wir atmen ein. Ein. Und aus. Tief ein. 2 Stück noch, dann geht's los. Ein, tief und raus. Mit eurem Partner. Wunderschön. Okay. Nehmt eure Schuhe. Schaut euch an. Dürft euch erst ein bisschen kennenlernen. Mit Blick und Takt. Ja? Okay, lass uns loslegen. 7,
kommen zu den Kleinen, die macht ihr dann hier unten. Okay, alles klar? Gut, also auf dieser Seite enges Rudern, auf dieser Seite reverse. Stabilisiert euch, es geht los, Achtung, noch 4, 3, 2 und go. Ja, immer schön das Becken mal selbst schauen. Wenn ihr euch unsicher seid, genau, enges Rudern, hier ranziehen. Genau, sehr schön. Und schön tief in den Ausfall stehen. Wunderschön. Okay. Noch 8, 7, 6, genau, 1, 5, 4, 3, 2 und jetzt unten die Wurzeln. 8, 7, 6, bleibt tief. Ja. Und die Augen schließen. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, lösen. Ihr wechselt die Beinseite. Anderes Bein kommt nach vorne. Und ihr wechselt wieder den Rücken. Alle auf dieser Seite. Oder Kreuz durch. Alle hier rüber. 4, 3, 2 und so. Tief. Tief. Ja. Sehr schön. Komm tief. Genau. Butterfly reverse. Und die anderen Pullern. 8 Stück mehr. 8, 7. Sehr gut. 6, 5. 4. Okay. Und unsere Quickies, die Kleinen. Bleib tief. Bleib hier unten. Gib ein bisschen mit kleinen Bewegungen hier. Augen schließen. 8, 7, 6, sind dann bei euch. Ja. Und lösen. Gut. Ist euch schon ordentlich warm? Ja, sehr gut. Okay. Jetzt nochmal unsere Außenrotation und schließen. Die Außenrotation ist ziemlich heftig, da verändern wir nichts. Ihr macht nur die Außenrotation und konzentriert euch darauf. Die, die den Bizeps gemacht haben, dürft jetzt dabei noch in eine Beugebewegung. Und immer wenn ihr hochkommt, bisschen Instabilität hier rein. Ja? Yeah? Okay, klar. Konzentriert euch. Also ihr auf dieser Seite mit der Rotation. Die anderen Bizeps. Okay. Noch. 4, 3, 4, 2 und go. Tief und zur Seite. Tief, Seite, tief. Hüpf. Jawohl. Genau, schöne feste Bindung. Ja. Okay. 8 Stück mehr hier. 8, sehr schön. 7, 6, ja. 5, noch 4, 3, 2. Und ich bin in die Wurzel. Stopp hier runter. Ja? Tief hier. Ja? Okay. Und die Augen zu. Augen zu. Okay. Noch 4, 3, 2. Seiten wechseln. Jetzt die anderen wieder die Füße. Und die auf dieser Seite die fiese Außenrotation. 4 noch. 3. Noch 4, 3, 2 und go. Außenrotation. Ja. Und dann merkt man immer, wenn wir nicht gesund hochspannen, aktivisiert der Bauch, aber ist das so mit instabil und fällt schnell um. Also hier schön festbleiben. Jawohl. 8 Stück mehr hier. Noch 8, 7. Ja. 6, 5, 4, 3. Deswegen ist auch schon mal die Matte. Was hier jetzt wichtig ist,
Okay? Der Polizist muss aufpassen auf den, der zieht, weil der zieht nichts. Okay, kommt in Position und passt da rum. Deswegen, so, wenn ihr jetzt eine Minute Spannung habt, für die, die unten sitzen, ihr kriegt rum. Ihr kriegt echt rum. Ja, also hier fest, genau. Okay, noch 4, 3, 2 und los. Ja. Yeah.
Okay, lösen. Ihr bleibt immer noch in der Position. Jetzt etwas schwieriger. Wir kommen wieder zu Beatrice Curl. Immer wenn ihr anliegt, geht ihr jetzt noch in eine die neue Bewegung. Ja? Und die Crunches eben gemacht haben, dürfen den Po noch mit aufrollen. Stell die Zeit mal kurz. Ja? Crunches nach oben und gleichzeitig den Po ein bisschen mit aufrollen. Versucht ihr ein bisschen mit wegzuholen, dass ihr ganz rund werdet. Ja? Und die oben. Hier. Und wenn ihr bei den kurzen sind, bleibt man natürlich hier unten. Okay? Gut. So, 4, 3, 4, 3, 2 und geht los. Ah, genau. Von Knie. Und schön die Curls. Und den Popo wegrollen. Komm, schön. Für den Bauch. Ja, und immer noch die Sonnenbewegung. Die Schultern. Die Schultern kommen auch mit ran. Noch 8. Die Schultern sind 7. Super. 6. 5. Noch 4. 3. Okay, dann bitte einfach mal.
Yeah.
Yeah.